Ja, also zu dem Urteil kann ich sagen, ich persönlich bin erschüttert. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Denn zu Gina Lisa Was hat denn dieses Urteil jetzt auch für eine Strahlkraft? Das ist ja eigentlich auch stellvertretend vielleicht für ganz andere Gerichtsverfahren. Absolut. Also diese Strahlkraft denken, das ist so ein noch nicht abzusehen. Was ich mir vorstellen kann, ist noch mal weniger Frauen anzeigen. Ja. Dass die dunkle Ziffer sich noch mal erhöht. Ich denke, wirklich sehr traurig, dass das ist total. In der Menschheit soll das jetzt noch nicht deswegen falsch. Was für was hattest du dir erhofft, dass wir eine Tatbeachtung haben? Ich denke, wir haben uns alle frei. Warte, Moment. Wenn man hier leuchten, wir haben uns alle einen Freispruch für Gina Lisa gewünscht. Ja, leider kam es nicht dazu. Hoffentlich dann im Berufungsverfahren, wenn sie denn ins Berufung geht. Was glaubt ihr, warum hat das Gericht so entschieden? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich war nicht im Gericht. Was habt ihr jetzt für eine Hoffnung? Also soll sie in Revision gehen? Soll das ganze Verfahren nochmal angehen? Ja, ich hoffe, wenn sie die Kraft hat, sollte sie in Berufung gehen. Und wir werden dann hier auch wieder stehen und für sie eintreten. Wenn sie die Kraft nicht hat, dann können wir das nachvollziehen und wünschen ihr ganz viel Stärke für die Zukunft. Ist Gina Lisa jetzt auch so ein bisschen die Symbolfigur geworden? Also ist für euch auch... Was hat sie... Vorher war sie ja in Verbindung, sagen wir mal, in der Bewegung nicht auffällig. Ne? Im Gegenteil, da hat sie ja sehr auch immer wieder ganz anders für Schlagzeilen gesorgt. Was ist sie jetzt für euch? Also hat sie sich da für euch auch ganz verändert? Nee, sie ist nach wie vor eine Frau, für die man einstehen muss. Es spielt auch keine Rolle, was sie beruflich macht oder nicht. Sie hat dieselben Rechte und deswegen stehen wir hier. Aber sie ist zumindest eine prominente Vertreterin jetzt einfach, um auch bestimmte Forderungen mal durchzusetzen und anzusprechen, oder? Ja, aber was ihr passiert, das hätte jeder Frau passieren können. Und deswegen, klar ist sie jetzt eine Vertreterin dafür, aber ja, weil sie Pech hatte. Also ich persönlich finde es gerade, also wenn man von Mut reden kann, gut, dass es solch eine Frau jetzt ist, die zum Beispiel dafür auch mit eingetreten ist, dass das Gesetz geändert wird. Denn es geht hier um jede Frau, wie wir eben auch im Chor gesungen haben, however I dress, wherever I go. Keiner hat das Recht, mir das anzutun. Sie sagt, es wurde ihr angetan. Und ihr Anwalt hat in seinem Plädoyer im Gerichtssaal auch gesagt, dass Gina Lisa eine Menge geschafft hat, nämlich die Änderung im Gesetz. Ja, das hat er gesagt und ich sehe es genauso. Ich finde, es ist toll, dass sie nicht einfach den Betrag gezahlt hat und sich gesagt hat, okay, das bin ich jetzt los, sondern dass sie gekämpft hat und stellvertretend für alle Frauen. Das finde ich ganz toll, das rechne ich ihr ganz hoch an und auch deshalb wünsche ich mir, dass sie in Berufung geht. So. Kann es aber, wie gesagt, verstehen, wenn sie es nicht tut. Ja, warten wir mal ab.